Hallo zusammen, ich bin der Willi Drechsler, bin im Stadtrat in Fürstenfeldbruck für die BBV und dort für das Thema zuständig Integration. Und hier ist noch mein Kollege. Servus, ich bin der Andreas Rothenberger, ich bin auch im Stadtrat von Fürstenfeldbruck, auch für die Brucker Bürgervereinigung, die BBV, bin aktuell der Referent für Partnerstädte zusammen mit dem Dr. Aldini und war in der letzten Amtszeit vom Stadtrat 6 Jahre lang Referent für Bürgerbeteiligung und habe dieses Referat auch gegründet im Brucker Stadtrat. Bürgerbeteiligung ist natürlich eine wichtige Sache, aber für uns war es natürlich auch wichtig, wie kommen die Menschen dazu, dass sie sich beteiligen, was braucht es dazu? Nun, wir haben vor kurzem, das war jetzt kurz vor der Sommerpause, Leitlinien zur Förderung der Stadtgemeinschaft beschlossen. Sie werden sich vielleicht fragen, was bedeutet denn das? Stadtgemeinschaft. Wir wollen, dass die Menschen dazugehören. Und diese Leitlinien bilden also einen verbindlichen Rahmen für die Stadtpolitik und für die Stadtverwaltung und sollen eigentlich dazu dienen, das Zusammenleben in Fürstenfeldbruck zu fördern. Und dazu ist einfach ganz klar, unsere Stadt, die steht für Toleranz und Vielfalt und fördert ja, im Interesse einer tragfähigen Gemeinschaft eben das Zusammenleben. Wir befinden uns sicherlich in einem gesellschaftlichen Wandel. Wir wissen, unsere Menschen werden zum Teil älter, die Gesamtbevölkerung. Wir haben Menschen, die kommen von woanders her, sei es von anderen Ländern, aber auch in Fürstenfeldbruck gibt es einen erheblichen Zuzug. Wir sind ein sogenanntes Ballungszentrum, wo wir dazugehören. Und natürlich ändert sich auch die Umwelt. In der Stadt Fürstenfeldbruck, uns ist wichtig, dass alle Menschen im Mittelpunkt stehen, dass wir für alle Menschen da sind. Das gilt für Politik und Verwaltung. Das gilt aber auch für das Zusammenleben. Und eben für viele Menschen ist Fürstenfeldbruck zum Lebensmittelpunkt geworden. Und das soll auch so sein. Es wird niemand zwangsbeglückt, aber es stehen für alle Menschen die Türen offen, dass sie sich beteiligen können. Unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrem sozialen Status, ob sie alt oder jung sind und auch vielleicht von ihren finanziellen Möglichkeiten aus. Und es wird vielleicht die Frage gestellt werden, weshalb wir jetzt kein Integrationskonzept haben. Das haben wir gezielt eben nicht gemacht, denn Integration verbindet immer mit einer Benachteiligung oder ich bin anders. Gerade Menschen, die jetzt schon sehr lange hier leben und vielleicht mal von einem anderen Land gekommen sind, man spricht von einer Migrationsgeschichte, die fühlen sich oft brüskiert, wenn sie das Wort Integration hören. Gerade wenn einer schon in der zweiten oder dritten Generation hier ist, vielleicht sogar Abitur gemacht hat, bestens irgendwo integriert, in Anführungszeichen ist, aber ist einfach dabei. Und mir hat einer von meinen Freunden, der eben türkische Wurzeln hat, aber eben in der dritten Generation hier lebt, gesagt, na, kommt denn jetzt wieder der Integrationstyp über mich? Und das hat mir wirklich so eine Art Hallo-Erlebnis gegeben. Wir nennen es nicht mehr Integration, sondern wir ermöglichen allen Menschen eine Teilhabe. Und dazu ist es einfach wichtig, dass ich mitmachen kann, dass ich eben angenommen bin und dass ich motiviert bin, mich in die Gemeinschaft einzubringen und dass ich natürlich auch informiert bin. Und wenn ich das ein Stück weit habe, dann können wir vielleicht weitergehen zur Bürgerbeteiligung, wenn ich das eben für mich selber beschlossen habe, da mitmachen zu wollen. Und da gebe ich jetzt mal kurz an meinen Kollegen, den Andi Rothenberger, weiter. Bürgerbeteiligung per se bedeutet, dass eben alle Personen, die einer gewissen Gemeinschaft angehören, also einer politischen Gemeinschaft wie einer Gemeinde, einer Kommune, einem Staat, sich beteiligen können. Ja. Oder man muss den Rahmen, die Möglichkeiten schaffen, dass die Leute, die sich beteiligen wollen, dann eben auch beteiligen können. Und das ist dann eben gelebte, ermöglichte Bürgerbeteiligung. Man darf in dem Zusammenhang jetzt auch nicht vergessen, dass prinzipiell ein Stadtrat oder ein gewähltes Parlament ist auch echte Bürgerbeteiligung, weil niemand, der in diesem Staat wohnt, hat einen höheren Wert als jemand anderes. Und wenn jemand der Ansicht ist, er würde jetzt gerne den Staat für eine gewisse Zeit leiten und dann Kanzler werden oder irgendwas, dann ist eigentlich auch nichts anderes, dass eine Bürgerin, ein Bürger aus unserer Mitte dann dieses Amt bekommt, weil die Person gewählt wird. Damit beteiligt sich diese Bürgerin
dieser Bürger eben am politischen Geschehen. In dem Teil halt sehr stark und massiv und manche halt gar nicht, aber Bürgerbeteiligung an sich findet natürlich auch in den Gremien statt, wie man sie halt kennt, ja, Parlamente und im Stadtrat. Jetzt ist es aber so, dass natürlich viele Leute keine Lust, keine Zeit, kein Interesse haben, sich so sehr politisch zu engagieren, dass sie so ein Mandat übernehmen möchten. Dennoch haben sie natürlich Themen, vor allem dann in ihrem direkten Lebensumfeld, in dem Ort, an dem sie sind, sei es jetzt, dass sie ein Kind im Kindergarten haben und nicht zufrieden sind, wie der Kindergarten ist, oder eben auch der Ansicht sind, sie könnten es vielleicht sogar noch verbessern, sind zufrieden, aber es geht vielleicht noch besser, oder wenn es um irgendwelche Bauprojekte geht, welche Sache auch immer, dass sie jetzt sagen, da habe ich ein Thema, das finde ich jetzt wichtig, ich möchte das nicht generell, wie gesagt, in den Stadtrat rein oder in den Gemeinderat, aber da möchte ich gerne mich engagieren und was machen, und dass man eben dann da die Möglichkeiten, den Rahmen schafft, dass solche Personen mitmachen können. Und das ist halt ursprünglich nicht vorgesehen gewesen in der repräsentativen Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben. Und dafür sich eben einzusetzen, dafür zu kämpfen, ja, teilweise leider doch tatsächlich zu kämpfen, dass eben mehr Möglichkeiten, Strukturen geschaffen werden, dass man sich politisch beteiligen kann, ohne gleich den großen Schritt irgendwie in ein Parlament oder einen Stadtrat zu machen. Dafür, ja, das ist eben dann Bürgerbeteiligung, wie man es heutzutage versteht, dieses Wort. Und wofür ich mich eben auch stark mache und einsetze, dass es da mehr Möglichkeiten gibt. Da gibt es neue Instrumente, die man da erarbeitet hat, wie ein Bürgerhaushalt oder auch gewählte Bürgerinnen und Bürger in irgendwelchen Gremien. Also das ist generell der Grundgedanke von Bürgerbeteiligung, und dass jemand eben sich daran beteiligen kann, dafür muss er eben auch ein echtes, integriertes Mitglied der Gesellschaft sein, sonst wird es halt nicht so einfach, da eben mitzuwirken. Dann vielleicht kehren wir nochmal zurück zu unseren Leitlinien. Die Leitlinien haben natürlich Leitziele. Wie wir gesagt haben, wir sind eine Wertegemeinschaft, aber es gibt natürlich unterschiedliche Wertvorstellungen und Lebensentwürfe. Aber die sollen in unserer Stadt Platz haben, sofern sie alle mit dem Grundgesetz im Einklang stehen. Egal, ob jemand alteingesessen oder neu hinzugezogen ist, der Mensch soll sich willkommen fühlen. Und da stellt sich Fürstenwerdbruck natürlich ganz aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung. Es sind ungute Zeiten teilweise. Manche Dinge kochen inzwischen hoch. Und das ist ganz klar, sollte natürlich jemand jetzt ausscheren aus diesen Wertvorstellungen, dem können wir natürlich auch seine Schranken damit aufzeigen. Ich sage, nein, wir haben hier bestimmte Werte in Fürstenwerdbruck, die werden gelebt, und daran hat sich eigentlich jeder zu orientieren, mal grundsätzlich. Dazu braucht es aber natürlich noch mehr Dinge, wie zum Beispiel Fürstenwerdbruck fördert die Kommunikation. Das heißt, Kommunikation, wir gehen zunächst mal respektvoll miteinander um. Also eine respektvolle Kommunikation, die natürlich auch offen ist. Eine Kommunikation, die verständlich ist. Verständlich möglichst für jeden. Wir kennen die Schwierigkeiten. Manche Dinge sind im sogenannten Amtsdeutsch verfasst. In der Kommunikationstheorie sagt man inzwischen leichte Sprache. Das ist mir ganz wichtig, denn wenn Menschen was nicht verstehen, dann ziehen sie sich zurück. Also die Menschen müssen verstehen, um was es geht. Dazu müssen wir einfach schauen, dass die Kommunikation so ausgelegt ist, dass sie für jeden verständlich ist. Das nächste ist natürlich Begegnung. Wir fördern es, wenn das zwischenmenschliche Kontakte zustande kommen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher sozialer Hintergründe. Klar, es war jetzt in Corona-Zeiten schwierig. Wir werden wieder einiges aufzuholen haben. Aber ich bin da durchaus optimistisch, dass uns das gelingt. Das Weitere ist natürlich auch eine gemeinsame Sprache. Klar, es muss darauf geachtet werden, dass möglichst alle eine Sprache auch erwerben können, mit der man sich verständigen kann. Das ist natürlich in der Regel Deutsch. Andererseits werden wir auch wertschätzen, wenn Menschen andere Sprachen sprechen. Das ist eine besondere Kompetenz. Das heißt, Mehrsprachigkeit ist etwas, was die Kommunikation grundsätzlich fördert. Und dazu bedarf es eben der Wertschätzung, wenn jetzt jemand Griechisch, Türkisch, Russisch oder sonst irgendwas spricht. Wichtig ist einfach, dass wir trotzdem eine gemeinsame Sprache finden. Sprache im formellen Sinn, das Deutsche, aber auch eine Sprache, wo man uns wirklich gegenseitig verstehen, eine gemeinsame Ebene finden. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist dann die Wissensvermittlung. Zu Wissen und Verständnis, ja, das ist Voraussetzung, um einfach zum Handeln zu befähigen. Und deshalb fördert natürlich
die Stadtverwaltung einen sogenannten barrierefreien Zugang. Da könnte man meinen, da geht es nur um Treppenstufen. Nein, barrierefreier Zugang heißt grundsätzlich auch, ich kann Informationen bekommen und auf einem Weg, der für alle erreichbar ist. Also nicht mit ewig vielen Links irgendwo, dass ich was abrufen kann oder dass irgendwo im Rathaus was ausgelegt ist. Nein, es muss so sein, dass die Menschen das erreicht. Das kann aktiv oder passiv sein. Man spricht von der Bringschuld oder von der Hohlschuld. Also das muss beides irgendwo ineinander verzahnt sein. Ja, und uns ist auch noch wichtig, dass die sozialen Netzwerke, die lokalen Netzwerke sichtbar gemacht werden. Viele Menschen wissen gar nicht, welche Möglichkeiten das es in der Stadt gibt. Und aus diesem Grund muss man natürlich noch mehr in die Offensive gehen von Seiten der Stadt, um auch das bekannt zu machen, welche Chancen habe ich denn. Ob es jetzt um Bildung geht, um kulturelle Beteiligung geht, aber auch grundsätzlich, ob ich vielleicht in der Nachbarschaftshilfe irgendwo eine Hilfe benötige. Ja, und den Punkt, den ich jetzt als letztes für meinen Teil ist nochmal erwähnen möchte, ist, unsere Stadt hat eine Geschichte. Diejenigen, die seit Generationen hier leben, kennen die oft, manche vielleicht auch trotzdem nicht. Und es ist auch eine gewisse Kultur von Andenken. Also ich bin in einer Stadt oder in einer Gemeinschaft verwurzelt, wenn ich auch ein Stück weit dessen Geschichte kenne, wenn es eine gewisse gemeinsame Ethik gibt. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man Menschen, die neu dazukommen hier, dass man denen das vermittelt. Was ist bisher gelaufen in Fürstenfeldbruck? Wie ist die Stadt überhaupt entstanden? Und dass wir jetzt nicht nur eine Schlafgemeinschaft sind, weil viele sagen ja, alles was außerhalb von München ist, ist nur eine Schlafstätte. Das wollen wir in Fürstenfeldbruck natürlich überhaupt nicht sein, sondern wir wollen eben das Gemeinsame fördern. Und eben Geschichte ist etwas, das wächst. Geschichte war in der Vergangenheit, aber Geschichte wird jeden Tag geschrieben. Und Geschichte geht auch in die Zukunft und das wollen wir gemeinsam mit allen Menschen, die hier leben, manche vielleicht nur temporär, aber mit allen Menschen eigentlich weiterschreiben, die Stadtgeschichte. Was eben eine Möglichkeit ist, um die Bürgerbeteiligung zu fördern oder wie der Willi eben gerade gesagt hat, dass man den Leuten eben mitteilt, wie kann ich mich denn eigentlich in die Stadtgemeinschaft, da ins politische Geschehen mit einbringen, wie kann ich auf gewisse Entscheidungen Einfluss nehmen oder vielleicht sogar Ideen einbringen, Projekte starten, an die vielleicht noch keiner gedacht hat, die echt gut wären. Da kann man natürlich prinzipiell dann schauen, dass man eben so die Stadträtin, den Stadtrat seines Vertrauens irgendwo trifft, findet, darauf anspricht oder eben eine Partei, die im Stadtrat vertreten ist und schaut, dass man da dann eine gewisse Überzeugungsarbeit schafft zu leisten, dass das in den Stadtrat eingebracht wird. Viel einfacher wäre es aber, wenn man eben da eine gewisse Struktur hat, die dann auch bekannt ist und die Leute wissen, das ist eine Einrichtung, eine Institution, da kann ich immer hingehen und meine Ideen einbringen und da ist auch Geld zur Verfügung, was jedes Jahr für gewisse Projekte zur Verfügung steht. Weil prinzipiell hat der Fürstenfeldbruck schon gewisse Geldmittel, auch wenn das manchmal hier anders verbreitet wird, als ob wir es hier so krass am Hungertuch nagen würden, dem ist es nicht zwingend so. Und worauf ich jetzt eben hinaus will, ist die Installation eines Bürgerhaushalts. Das wäre meine Möglichkeit hier in Fürstenfeldbruck, wie man es eben schaffen kann, dass die Leute ihre Ideen und Projektvorschläge einbringen können, dass es klar ist, das wird jetzt gehört, das wird angeschaut, das muss geprüft werden und dass im Endeffekt sogar die Teile der Bürgerschaft, die sich für den Bürgerhaushalt, diese Projekte interessieren, dass die dann eigentlich allein verantwortlich darüber abstimmen, was dann welches von den Projekten oder vielleicht auch mehrere ein gewisses Budget bekommen, was davor eben vom Stadtrat zur Verfügung gestellt wurde. Und dann werden mit diesen Geldern eben diese Projekte, sagen wir es auch über mehrere Jahre, wenn es halt längerfristige Projekte sind, gefördert und umgesetzt. Genau, und das ist halt eins von diesen Mitteln, was ich vorhin gemeint habe, oder eben Strukturen, die man dann noch schaffen kann, die in unserem System aktuell nicht vorgesehen sind. Das ist aber sehr schade, dass das dem nicht so ist. Und genau, und dafür hoffen wir mal, dass wir es in Fürstenfeldbruck schaffen, in den nächsten Jahren noch in dieser Legislaturperiode vom Stadtrat oder Wahlzeit, wie man es nennt, umzusetzen. Fürstenfeldbruck will natürlich auch generell das Engagement der Bürgerinnen und Bürger fördern und jedem und jeder die Möglichkeit geben, sich eben einzubringen. Und wichtig ist dabei, dass Meinungen nicht diskreditiert werden. Meinungen von allen zählen irgendwo, von allen werden gehört. Und jeder kann in der Stadt sich aktiv beteiligen.
Und gemeinsam wollen wir schließlich die Stadt fortentwickeln. Die Stadt bleibt ja nicht stehen, es geht weiter. Es gibt viele Projekte, wie es der Andi auch zum Teil schon gesagt hat. Wir haben Neubauprojekte, wir haben den Fliegerhorst und so weiter. Und es soll nicht von oben einfach irgendwo was hingesetzt werden, sondern es soll ja die Stadt der Menschen sein, die hier wohnen, der Bruckerinnen und Brucker. Und wir hoffen natürlich, dass sich alle möglichst schnell als Bruckerinnen und Brucker selber definieren, weil es geht ja nicht. Es geht ja auch darum, dass wir hier in der Stadt ein gewisses Wir-Gefühl entwickeln. Es ist unsere Stadt, für die sind wir verantwortlich. Das geht zum Kleinen. Manchmal geht es bloß darum, dass man einen Mülleimer an der Bushaltestelle aufstellt, weil jeder sagt, Mensch, es kann ja nicht sein, dass die Zigaretten da in der Gegend oder Zigarettenkippen in der Gegend rumfliegen. Und oft geht es um größere Sachen. Wie hoch darf man irgendwo bauen, um den Bedarf für Wohnungen letztendlich irgendwo die nötigen Wohnungen bereitzustellen. Oder auf der anderen Seite wollen wir nicht so viel bauen, da man sagt, ja, wir dürfen ja nicht mehr so viele Flächen versiegeln, so viele Flächen haben wir nicht, weder in Bayern noch in Fürstenfeldbruck. Aber das soll eben nicht durch ein kleines Gremium, nur durch einen Stadtrat beschlossen werden, sondern da sollen sich auch die Bürger einbringen können und sagen, wir hätten es lieber so oder anders. Das kann in Details liegen, das kann aber auch grundsätzlich irgendwo sein, dass sich die Bürger irgendwo einbringen können. Ja, und es geht natürlich auch darum, wie kann man das konkret dann umsetzen? Grundsätzlich gibt es ein Fachgremium dafür, das sich zusammensetzt und sagt, was wollen wir jetzt zuerst machen? Bei uns ging es jetzt zunächst einmal um das, wie kann man Begegnung verbessern vor allen Dingen. Und ich gehe davon aus, dass wir in Kürze nach der Corona-Zeit da bestimmt wieder viele Möglichkeiten haben. Da geht es auch zum Beispiel, wie können Menschen, die sich jetzt nicht besonders noch heimisch fühlen oder vielleicht einen anderen kulturellen Hintergrund haben, am Volksfest beteiligen. Eine ganz banale Geschichte. Das heißt ja eigentlich Volksfest und nicht Volksfest von den Alteingesessenen, sondern es ist das Volksfest für alle. Und man sieht ja, dass viele Menschen da mitmachen, aber vielleicht machen wir beim Aktiven wiederum weniger, weil sie sich nicht als ihr Volksfest oder so empfinden, ihre Stadt empfinden. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, das ist ihre Stadt, ja, es ist unsere Stadt. Und da gibt es eben jetzt ein Gremium, das sich zunächst mal damit befasst. Da können auch weitere Leute hinzugezogen werden. Und das Fachgremium besteht zunächst mal aus ein paar Stadträten, zum Beispiel aus meiner Wenigkeit, aber auch dem Sozialreferenten, den Jugendreferenten, sowie von der Verwaltung jemand, der für die sozialen Angelegenheiten zuständig ist. Auch Kirchen und Moscheen sind dabei eingebunden. Der Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderung, der Stadtjugendrat, der Sportbeirat und die Menschen oder die Personen, die auch im AK Soziales sind, Praktiker sind. Und was dieses Fachgremium machen kann, sie kann immer weitere Menschen hinzuziehen, wenn man ein spezielles Angebot hat oder etwas eine Unternehmung vorhat, dann schaut mal, ob es Fachleute gibt, die da mitmachen wollen. Und das können natürlich auch Menschen sein, die jetzt nicht irgendwo vereinsmäßig oder sonst wo angebunden sind und sagen, Mensch, ich will mich da beteiligen, weil ich habe gute Ideen, dann ist dieses Gremium natürlich offen. Es ist kein direkt gewähltes Gremium, aber es ist auch niemand ausgeschlossen von dem Gremium. Jemand, der sagt, ich will da rein unbedingt, dann werden wir wahrscheinlich den auch da aufnehmen, dass er da mitmachen kann. Das, was ich noch gerade einen ganz guten Punkt fand von dir, das war eben der Punkt, den du genannt hattest, dass man einfach die Leute da, wenn sie im Teilhabe leben wollen und etwas beisteuern wollen, dass man denen dann immer wohlwollend entgegensteht, mit Respekt und deren Meinung sich anhört und es akzeptiert, sei es drum, was sie sagen, wenn sie jetzt nicht von irgendwelchen völlig abstrusen, keine Ahnung, rassistischen Weltverschwörungen oder irgendwas daherkommen oder irgendwas einfordern, gibt es natürlich schon Grenzen, wie gesagt, Grundgesetz. Grundgesetzkonform soll es natürlich sein, aber auch wenn jemand eine komplett andere Meinung hat im Politischen, dann ist das halt so. Das muss man dann akzeptieren, respektieren und einen trotzdem freundlichen Umgangston pflegen und der Person dann eben sagen, okay, ich sehe es anders, das unterstütze ich jetzt nicht. Ja, trotzdem schön, dass du dich innerhalb unseres demokratischen Rahmens beteiligst. Dann schaut man halt, wer seine Mehrheiten bekommt, aber eben, dass einfach generell der Respekt da ist vor dem anderen, dass er ein Teil der Gemeinschaft ist. Und also, keine Ahnung, Corona war wahrscheinlich die schlimmste Spaltung, die jetzt irgendwie die Gesellschaft der Bundesrepublik wahrscheinlich erlebt hat. Dass man da ebenfalls auch nochmal sich ins Gedächtnis ruft, dass das Gegenüber es nicht böse meint, sondern einfach nur, warum auch immer, eine andere Meinung hat.
Und solange man eben zusammen an den Tisch kommt und darüber sprechen kann, in Ruhe, ist eigentlich erstmal alles gut. Und deswegen Akzeptanz derer, die da sind und die dabei sein wollen, ist einfach oberstes Gebot, Respekt zueinander. Das ist eben auch die Basis dann von Integration, Teilhabe und natürlich auch der Bürgerbeteiligung. Genau. Vielleicht sage ich noch ein paar Worte, wo der Unterschied ist zwischen einem klassischen Integrationskonzept und unseren Leitlinien. Wir wollten ja dezidiert kein Integrationskonzept, weil es ja Menschen diskriminieren kann, wenn ich das Wort Integration benutze oder jemand damit konfrontiere, sondern das hat natürlich die Gefahr, es ist nicht so konkret wie ein Konzept, wo Integration drüber steht, sondern es ist im Fluss. Ich halte es deswegen für moderner, für offener, dass wir diese Leitlinien haben, an dem ein Gremium arbeitet. Und damit ist die Verantwortung auch breiter gestreut und liegt nicht nur jetzt beim gewählten Stadtrat oder in der Stadtverwaltung, sondern eigentlich ist das Ziel, dass viele Vertreter, die in der Stadt irgendwo zu Hause sind, vielleicht beim Sportverein oder sonst wo oder auch gar nirgends, dass die mitwirken, die Stadt eben zu gestalten und deswegen auch Leitlinien und nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern es ist im Fluss. Und denke ich, da ist auch die Verantwortung der hier lebenden Menschen eben gefragt, sich da einzubringen, die Stadt eben zu entwickeln und das Zusammenleben zu gestalten, ohne dass es eine wirklich schriftlich fixierte Vorgabe gibt. Es ist sicherlich richtig, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es gibt bestimmte Eckpunkte, da bleiben wir dabei, wie dass es zum Beispiel ein No-Go ist, dass irgendjemand rassistisch auftritt oder dass Menschen einfach nur in ein Altenheim abgeschoben werden und dann auf Wiedersehen. Die Menschen gehören zu uns dazu. Und ich sage jetzt noch ein bisschen was, was die Handlungsziele sind, die in dieses Gremium, das ja bereits jetzt sich einmal getroffen hat, arbeitet. Bereiche sind zum Beispiel Wohnen und Sozialraum. Wir wissen, wir haben ein Problem, dass viele Menschen hier in Fürstenfeldbruck eine Wohnung suchen, aber sie nicht finden oder sie nicht bezahlen können. Das muss gestaltet werden. Es geht auch darum, ich habe zwar vielleicht eine Wohnung, weiß aber dann nicht, wie gestalte ich meine Freizeit oder die Umgebung meines Wohnraums. Das sind Dinge, die muss man eben bei der Gestaltung einer Stadtgemeinschaft ebenso einbeziehen. Ein ganz wichtiger Bereich ist das Thema Arbeit. Berufliche Integration ist einer der wichtigsten Bereiche für die Teilhabe. Gerade wir hier in Mitteleuropa, wozu wir, denke ich, auch in Deutschland zählen, definieren uns im starken Maße darüber, was arbeiten wir denn. Und deshalb ist die Teilhabe einfach auch über Arbeit sehr, sehr wichtig. Und wenn wir schauen, es gibt bestimmte Personengruppen, die sind stark ausgeschlossen von dem Thema. Ich denke gerade zum Beispiel an Flüchtlinge, die noch nicht anerkannt sind, die oft eine sehr große Motivation mitbringen. Die Qualifikation ist vielleicht unterschiedlich. Manche haben eine Qualifikation, aber es gibt entsprechende andere Hürden, um einen beruflichen Einstieg zu ermöglichen. Daran müssen wir auf alle Fälle arbeiten. Und dazu zählt eben auch die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, die sich dafür öffnen muss, gerade eben Menschen anzuerkennen, die Chance zu geben, sich auch mit ihren Fähigkeiten einzubringen. Es geht auch um Arbeitsplätze. In unserer globalisierten Gesellschaft ist Mehrsprachigkeit ein großes Qualitätsmerkmal. Das wird viel zu wenig bisher anerkannt und gesehen. Das wollen wir auf alle Fälle fördern. Ja, und natürlich, wir brauchen noch mehr personelle Ressourcen, nicht nur in der Stadt, überhaupt in Deutschland. Laut dem Chef der Bundesagentur für Arbeit müssten ja 400.000 Personen pro Jahr zuwandern, um unser Arbeitskräftelevel irgendwie aufrechtzuerhalten. Denn machen wir das nicht, werden wir erhebliche Probleme bei der sogenannten Daseinsvorsorge bekommen. Sprich, wir können die Renten eigentlich nicht mehr bezahlen etc. und auch sonstiges. Und wir haben in vielen Branchen ja wirklich auch Defizite. Wir finden keine Arbeitskräfte. Und wie kann ich jemanden motivieren, sich bildungsmäßig zu beteiligen, vielleicht auch hierher zu kommen? Und es wird sicherlich nicht damit gehen, dass ich sage, oh, wir wollen hier keine Ausländer oder wir wollen keine Menschen, die eine Behinderung irgendwo haben, die können das vielleicht nicht. Nein, ich denke, da müssen wir einfach umdenken und dazu sind eben die Leitlinien auch mit da. Dann ein wichtiger Punkt ist auch das Thema Lernen. Und wir stehen auf dem Standpunkt, dass jedes Kind das Recht hat auf eine individuelle Förderung entsprechend seinen Begabungen. Massenunterricht ist bekanntlich nicht immer das Optimale. Manche brauchen eine spezielle
Unterstützung, vor allen Dingen, wenn vielleicht die Eltern nicht dazu in der Lage sind. Dazu brauchen wir wiederum Fachkräfte. Sind natürlich momentan nicht einfach zu bekommen, aber es wäre ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Dann Integration und Inklusion in den Schulen. Es geht um Förderkurse, sicherlich zum Teil Sprachkurse. Es geht um Übergangsklassen. Es geht generell eigentlich auch darum, Schulprofile so zu kreieren, dass die Inklusion gewährleistet ist. Dann ein anderer Bereich für die Teilhabe ist natürlich Freizeit und Sport. Es kann nicht jeder bloß in seinem Garten irgendwo seine Freizeit verbringen. Viele Menschen haben die Möglichkeit nicht. Da geht es um das Thema Gesundheit. Gesundheit ist natürlich auch ethnisch irgendwo oft anders definiert. Da muss man sich vielleicht generell einmal öffnen. Dann Glaube, Religion prägt die Menschen in starkem Maße. Dazu wollen wir den interreligiösen Dialog fördern, der gelegentlich schon mal angestoßen wurde, aber immer wieder eingeschlafen ist. Muss man immer wieder neu am Leben halten. Das ist ein wichtiger Punkt. Familie, Freundeskreis. Menschen haben keine Familie manchmal. Vereinsamung ist heutzutage auch ein gewisses Thema. Das sollte in unserer Stadt ja nicht vorkommen. Also das sind so Bereiche, die wir angehen wollen, was aber nicht heißt, dass die Stadt sich jetzt irgendwo ins Privatleben einmischt. Da müssen wir natürlich schon mal klar differenzieren. Ja, und was wir vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen haben, sind eben die Begegnungsmöglichkeiten, was schon in den vergangenen Jahren gut ankam. Das war unser Fest der Kulturen. Das fand großen Zuspruch, nicht nur bei Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, sondern auch bei den Einheimischen. Man kommt zusammen und ich denke, das müssen wir noch weiter ausbauen, hier mehr Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Aber auch nochmal zurück, es sollen, wie gesagt, alle Menschen die Möglichkeit haben an der Teilhabe. Und uns schwebt da noch etwas vor, das noch gar nicht wirklich jetzt ganz offiziell beantragt und publiziert ist. Gerade Menschen, die vielleicht nicht diese finanziellen Möglichkeiten haben, ich denke zum Beispiel an Vereine, Sportvereine, Kulturvereine, Theater, dass sie ein gewisses Kontingent an Freikarten vergeben an Menschen, die sich das vielleicht nicht so leisten können oder sagen, da würde ich sowieso nicht hingehen. Wir kennen das gerade aus der Vor-Corona-Zeit. Viele Vereine leiden darunter, ja, es kommen zu wenig Zuschauer, es kommt kein Nachwuchs. Ja, wie komme ich denn daran, dass sich Menschen für irgendwas interessieren? Es gehört vielleicht auch bis hin zur Feuerwehr, könnte das sein, ja. Mal irgendwie so einen Gutschein, machen wir mit und so weiter, vielleicht gefällt dir das. Also da ist der Kreativität eigentlich, der sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, den Weg wollen wir so beschreiten, dass wir die Menschen reinholen in die Stadtgemeinschaft und eben halt teilhaben lassen.